Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Uwe Maurer. Die nächste Buchvorstellung steht wieder an. Heute auch wieder ein absoluter Klassiker. Und zwar von Stephen Covey, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den perfekt ausspricht, ist natürlich ein Amerikaner, der leider vor, es ist jetzt fast 2 Jahre her, glaube ich, ja, irgendwie gestorben ist, leider Gottes, der war schon etwas älter, hat einen Fahrradunfall und hat sich von diesem Unfall wohl nie mehr erholt und ist dann einige Wochen später verstorben. Ist ein sehr, sehr berühmter Mann in Amerika, hier in Deutschland kennt man ihn weniger und gehörte zu den einflussreichsten, 50 einflussreichsten Amerikanern. Also man sieht, ist schon eine bestimmte Persönlichkeit. Ich habe dieses Buch auch als erstes von ihm in Englisch gelesen, deswegen zeige ich das gerade mal. The 7 Habits of Highly Effective People. Sieht ein bisschen hübscher aus wie die deutsche Version, wie ich finde. Sieht auch irgendwie dicker aus. Also ich habe keine Ahnung, jetzt vergleiche ich mir das mal. Ja? Also von der Größe her geht's, ne, so ungefähr, aber von der Dicke her irgendwie wirkt das andere dicker, ne, komisch, ja, so sieht man es schön, ja. Naja, aber wahrscheinlich ist es nur dickeres Papier. Also ich habe es mal beides gelesen und verglichen, also es steckt überall das Gleiche drin. Ich nehme das Deutsche, ja, hier geht es gerade mal weiter. Und zwar, die 7 Wege zur Effektivität heißt es in Deutsch, ja, die 7 Wege zur Effektivität. Dieses Buch ist für Selbstmanagement-Freaks extrem gut geeignet. Es geht um verschiedene Bereiche, die dort einfach abgedeckt werden und beschrieben werden, wie man sich verbessern kann. Und das eben abgeschaut von den wirklich guten Leuten, ne, die wirklich effektiv, eigentlich effizient müsste heißen, aber naja, effektiv arbeiten. Und dort geht es um 7 verschiedene Bereiche, deswegen 7 Wege. Der erste Bereich ist proaktiv zu sein, also auf Deutsch gesagt, sich kratzen, bevor es juckt. Der zweite ist, schon am Anfang das Ende im Sinn haben, also im Sinne von, ich weiß, wo ich hin will und deswegen kann ich dort mehr Gas geben, um dorthin zu kommen, als, naja, wir fangen halt einfach mal an und machen irgendwie was. Das dritte ist, das Wichtigste zuerst, das bedeutet Prioritäten setzen. Oh wow, ja, schaut mal in die Schoko-Methode hinein. Ich habe einige Videos, die ich auch noch in den nächsten Wochen zum Thema Entscheidungen treffen mache. Ich habe selber ein bisschen Probleme damit, deswegen suche ich immer nach neuen kreativen Möglichkeiten. Ja. Vierter, Gewinner-Gewinner-Denken. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich von Professor Dr. Nagel gelernt habe. Wenn wir etwas machen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass der andere auch was davon hat. Das heißt, wir versuchen, eine Gewinner-Gewinner-Situation herzustellen und nicht wie J.R. Ewing, ne? Ich gewinne und du verlierst, sondern eben ein gemeinsames. Und dadurch hat der andere natürlich auch Lust mitzumachen, ne? Oder die andere. Also deswegen Gewinner-Gewinner-Situationen zu schaffen. 5. Punkt. Erst verstehen, dann verstanden werden. Glaube ich, eines der größten Probleme der Menschheit. Wir lassen den anderen gar nicht mehr ausreden und versuchen überhaupt nicht zu verstehen, was er uns sagen will, sondern wir ballern ihn schon mit den Gegenargumenten zu. Deswegen eine wichtige Sache. Erst verstehen, dann verstanden werden. Und sechstens ist Synergie erzeugen. Also im Sinne von, wenn wir gemeinsam arbeiten, ergibt sich daraus mehr, ne, wie Software und Hardware zusammen und Ähnliches, ne, was man so verschiedene Dinge hat. Der 7. Punkt, die Säge schärfen, das bedeutet, um sich selber kümmern, seine 4 verschiedenen Bereiche, Bedürfnisse zu befriedigen, um dadurch eben wieder arbeiten zu können, überhaupt arbeiten zu können, sonst brennt man im wahrsten Sinne des Wortes aus. Was jetzt noch diese 4 Bedürfnisse sind, würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Vielleicht machen wir da nochmal ein extra Video drüber. Also wer sich wirklich mit Selbstmanagement beschäftigen will und mal außerhalb der typisch deutschen, wie von meinem Professor Seibert, wo ich noch etliche Bücher vorstellen werde, wirklich ein absoluter Klassiker. Er hat noch mehrere super Bücher geschrieben, einige werde ich auch immer noch mal vorstellen. Also die 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey, ne, so ähnlich, ausgesprochen. Okay, dann wünsche ich Ihnen heute viel Spaß und bis bald. Tschüss.